So, und wir kommen jetzt in die dritte Liga und kommen zu unserem hessischen Aufsteiger. Wir kommen zum SV Darmstadt 98. Trotz Kälte und Schmuddelwetter läuft es bei den Lilien zurzeit richtig gut. Sie blühen schön auf. 5 Spiele insgesamt waren sie zuletzt ungeschlagen. Und gestern Abend ging es zum VfB Stuttgart. Und Lennart Brinkhoff zeigt uns, der Trip ins Schwabenländle war für die Lilien fast wie eine Reise in die Heimat, ans Böllenfalltor. Fast die Hälfte der Zuschauer im Stadion auf der Waldau, Fans von Darmstadt 98. Auf der anderen Seite nur einige ganz treue VfB-Anhänger, die Lilien mit einem gefühlten Heimspiel. Den offensiv eingestellten und auf 5 Positionen umgestellten Stuttgartern in den weißen Trikots gehört die Anfangsphase. Darmstadt tief in der eigenen Hälfte setzt auf schnelle Konter. Ballverlust VfB und die Chance gegen noch unorganisierte Gastgeber. Bayer nimmt zunächst den Schwung raus. Kevin Wölk mit dem langen Ball in die Spitze. Stegmann, Markus Stegmann prüft den wiedergenesenen André Weiß im Tor des VfB. Stegmann mit 6 Saisontreffern, Torgarant bei den Lilien, sorgt für den ersten kleineren Jubel bei den 300 Darmstädter Fans. Eckball für 98, direkt im Anschluss. Wieder gewinnt Stegmann das Luftduell. Rüdiger und André Weiß verhindert den frühen Rückstand. 10 Minuten gespielt. Die Darmstädter Mannschaft nach dem Motto Never change a winning team unverändert. Kostar Runjajic vertraut der Elf aus dem Münsterspiel. Sein Team tut sich gegen die jüngste Mannschaft der Liga schwer. Ballverlust im Aufbau und der VfB macht das Spiel schnell. Riemann setzt sich durch. Zimmermann und das 1:0 für den VfB. Christoph Hämmlein mit seinem 5. Saisontor. Aber was macht Jan Zimmermann? Der Keeper von 98 unglücklich, wehrt den Ball in die Mitte ab. Leichtes Spiel für Christoph Hämmlein. Darmstadt reagiert, rückt weiter aus der eigenen Hälfte, macht das Spiel gegen taktisch disziplinierte Stuttgarter breit. Hübner mit Zug zum Tor auf Danny Latza. Der setzt sich energisch durch, vergibt aus dieser guten Position. Kostar Runjajic sieht seine Mannschaft 5 Minuten vor der Pause immer stärker. Die Lilien finden mehr und mehr Lösungen gegen die taktischen Musterschüler des VfB. Direktspiel bei 98 in die Schnittstelle der Abwehr. Oliver Heil, wieder André Weiß. Die Lilien können ihre wachsenden Spielanteile nicht in Zählbares umsetzen. Halbzeit in Stuttgart. Bei strömendem Regen haben die Darmstädter bisher nur auf den Rängen die Oberhand. Wie schon im ersten Durchgang, beide Mannschaften tasten sich 10 Minuten ab. Darmstadt mit der ersten Gelegenheit. Wölk im zweiten Anlauf. Kopfball Bayer. André Weiß mit einer tadellosen Leistung hält die Führung für den VfB fest. Jetzt spielt nur noch 98 Gäbler mit dem Diagonalball. Der eingewechselte Henry Onwusurik sucht und findet den Abschluss. André Weiß stellt die Darmstädter auf eine echte Geduldsprobe. Der nächste Angriff und das Mittel, lange Bälle in die Spitze. Freistoß Kevin Wölk, Stegmann steigt am höchsten und Julian Ratay völlig frei, vergibt. Der rechte Verteidiger taucht alleine vor André Weiß auf. Es bleibt für ihn bei einem Saisontor. Das Spiel läuft nur noch in eine Richtung. Wieder eine Standard für Darmstadt. Wölk, Danny Latza unkontrolliert. Oliver Heil gegen Geier. Der Pfiff, 11 Meter für Darmstadt. Die Stuttgarter protestieren, auch wenn wir es nicht genau auflösen können. Es sieht nach einem Kontakt aus. Den Elfmeter kann man geben. Markus Stegmann übernimmt die Verantwortung. Kann er André Weiß überwinden? Weiß hält. Noch einmal Stegmann. Der 1:1 Ausgleich im zweiten Anlauf. Der Unbezwingbare besiegt, von seinen Vorderleuten alleingelassen. Markus Stegmann mit seinem 7. Saisontor macht es spannender als nötig. Souverän reingemacht. Nein, Spaß. Freut mich natürlich, dass er da noch reingegangen ist. Tor ist Tor. Wir gehen in die Schlussphase. Der VfB im zweiten Durchgang völlig abgetaucht. Nach langer Abstinenz wieder in des Gegners Hälfte. Riemann aus der zweiten Reihe. Ein Abschluss. Symbolisch für den Leistungsabfall der Gastgeber.
Der VfB schläft nach dem eigenen Tor ein. Darmstadt wacht zu spät auf. Am Ende teilen sich beide Teams die Punkte. Ich denke, beim Tabellenvierten bei VfB Stuttgart, die sehr heimstark sind, einen Punkt zu holen, damit kann man zufrieden sein. Mannschaft und Fans feiern sich gegenseitig. Die Lilien nunmehr seit 6 Spielen ungeschlagen.